Wolfgang Ziegler, ein berühmter deutscher Sänger und Songwriter, hat ein Leben voller Höhen und Tiefen und Traurigkeit geführt. Geboren und aufgewachsen in einer bescheidenen Familie, hatte Wolfgang schon in jungen Jahren mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Doch mit einer starken Leidenschaft für Musik bemühte er sich ständig darum, in seiner Karriere voranzukommen und zu einem der bekannten Gesichter der deutschen Musikindustrie zu werden. Doch hinter dem Bühnenruhm verbirgt sich ein Leben voller Geheimnisse und Schmerzen, die er stets verbirgt. Wolfgang Ziegler hat in seinem Leben großen Schmerz erlebt, den nur wenige Menschen verstehen können. Schon in jungen Jahren musste er die Trennung seiner Eltern miterleben, ein tiefes Trauma, das ihn sein ganzes Leben lang begleitete. Durch ein unglückliches Familienleben fühlt sich Wolfgang immer verloren und einsam. Seine Kindheit voller Schwierigkeiten und Entbehrungen machte ihn stark, aber auch voller Sorgen. Als Erwachsener schlug Wolfgang einen musikalischen Weg ein, in der Hoffnung, dass dieser Weg ihm Freude und Glück bringen würde. Allerdings gab es in seiner Karriere auch viele Herausforderungen und Misserfolge. Obwohl es Zeiten des Ruhms und Erfolgs gab, gab es auch Phasen, in denen Wolfgangs Karriere in eine Krise geriet. Erfolglose Musikprojekte, Kritik von Kritikern und Abkehr vom Publikum ließen ihn in einen Zustand der Depression und Verzweiflung verfallen. Wolfgang Ziegler trägt immer viele traurige Geheimnisse in seinem Herzen, die er nie jemandem preisgegeben hat. Eine davon war seine gescheiterte Ehe mit Doris Martin, seiner Ex-Frau. Ihr gemeinsames Leben war in den ersten Jahren glücklich, wurde aber schnell angespannt und unheimlich. Unüberbrückbare Konflikte, lange Auseinandersetzungen und mangelndes Vertrauen brachten sie an den Rand einer Scheidung. Das zerrüttete Familienleben hinterließ bei Wolfgang viel Schmerz und Bedauern. Er hatte das Gefühl, dass es ihm nicht gelungen war, das Familienglück aufrechtzuerhalten, und dass er seiner Frau und seinen Kindern kein friedliches Leben ermöglichen konnte. Nach der Trennung von Doris Martin verfiel Wolfgang in Einsamkeit und Selbstvorwürfe. Er kann die traurigen Erinnerungen und emotionalen Wunden, die die gescheiterte Ehe hinterlassen hat, nicht vergessen. Wolfgang Zieglers musikalische Karriere ist voller Herausforderungen und Turbulenzen. Als sensibler und engagierter Künstler ist Wolfgang stets bestrebt, qualitativ hochwertige und emotionale Musikprodukte anzubieten. Allerdings zahlten sich seine Bemühungen nicht immer aus. Es gab Zeiten, in denen er von Kritikern heftig kritisiert wurde, vom Publikum abgewiesen wurde und bittere Misserfolge hinnehmen musste. Die schlimmen Dinge, die Wolfgang durchgemacht hat, beeinträchtigten nicht nur seine Karriere, sondern wirkten sich auch auf sein Privatleben aus. Er hat große Ereignisse erlebt, wie den Verlust geliebter Menschen, den Abschied von engen Freunden und sogar den Verrat in Beziehungen. All dies führte dazu, dass Wolfgang viele Male in Depressionen und Verzweiflung verfiel. Auch im Alter von 80 Jahren ist Wolfgang Ziegler immer noch auf der Suche nach seinem eigenen Glück. Nach all den Höhen und Tiefen, die er durchlebte, verstand er, dass Glück nicht durch Ruhm oder Geld entsteht, sondern durch Seelenfrieden und einfache Momente im Leben. Wolfgang wünscht sich, dass er seine verbleibenden Jahre in Frieden verbringen kann und sich nicht mehr um die Vergangenheit sorgen oder traurig sein muss. Obwohl er weiß, dass das Alter viele Einschränkungen und gesundheitliche Bedenken mit sich bringt, bleibt Wolfgang stets optimistisch. Er glaubt, dass man, egal wie schwierig das Leben ist, immer noch Freude und Glück finden kann, solange man am Leben ist und Hoffnung hat. Wolfgang hat gelernt, das Vergangene zu akzeptieren und zu schätzen, was er hat. Er hofft, dass er durch unermüdliche Bemühungen und den Glauben an sich selbst irgendwann das wahre Glück finden wird, nach dem er sich immer gesehnt hat.
Nach all dem Schmerz und Verlust beschloss Wolfgang Ziegler, sich die Zeit zu nehmen, auf sein Leben zurückzublicken und Frieden in seiner Seele zu finden. Er erkannte, dass er während seiner Jahre im Glanz der Bühne viele wichtige spirituelle Werte vergessen hatte. Die Höhen und Tiefen, die er durchlebte, halfen Wolfgang zu verstehen, dass Ruhm oder beruflicher Erfolg die einfachen Freuden des Alltags nicht ersetzen können. In seinen späten Jahren begann Wolfgang, zur Natur zurückzukehren, wo er sich am nächsten und am friedlichsten fühlte. Frühmorgendliche Spaziergänge im Park, dem Gesang der Vögel lauschen oder an einem ruhigen See sitzen haben ihm geholfen, das Gleichgewicht seiner Seele zu finden. Wolfgang verbringt auch mehr Zeit damit, sich um seine Gesundheit zu kümmern, von Meditation über Yoga bis hin zu gesunder Ernährung. Diese Gewohnheiten helfen ihm nicht nur, seine Gesundheit zu verbessern, sondern geben ihm auch Seelenfrieden. Obwohl er in seiner musikalischen Karriere viele Höhen und Tiefen durchgemacht hat, hat Wolfgang Ziegler seine Liebe zur Musik nicht aufgegeben. Er erkannte, dass Musik nicht nur ein Beruf, sondern auch ein Begleiter war, der ihm half, die schwierigsten Zeiten. Gotta spend time in the recording studio, make sure that the audio sounds good. That takes, you know, 3 or 4 hours when we go in to do that. Then shooting the videos, another, you know, 5-6 hours. So it's just a matter of taking all that time, making sure that you're actually putting an ample amount of effort into it. I think too many people try and just produce content quickly because I think largely in part to the fact that they don't know what they're doing. So they're like, oh, I just want to throw this together and then hope it works. Or they'll try and go after something and they just want to go viral. So they'll try and do something funny. But the amount of content that we have out there in the world right now, going viral is very difficult. So it's, you know, that should never be the goal. If the goal is to go viral, you're going to have a very hard time achieving that. Right. Now, what I imagine people listening to this are thinking is like, that is a ton of time invested into content. Quick question is, you know, do you enjoy that? Do you enjoy that process? Yeah, I think you have to. That's what I was thinking. It's like, you got to enjoy the process a little bit to spend that much time. Because some people, like you were saying, is like people just create stuff and throw it out there. It's almost like it's like, okay, to-do list item checked. I created a video. And like, it's there's not much more thought than, oh, okay, I did my video today. Right. As opposed to like going all in and creating something that's really quality. Right. And I think it's, I mean, it's a mindset. So for me, like, I love real estate, but marketing is what kind of drives me in the business. It's what I enjoy the most about the business. But when you look at mega corporations, marketing is a huge department of what they do. Like Coca-Cola, marketing might be the most important thing they would say that they do. Mm-hmm. And for us, we always refer to ourselves as little mini business owners, but nobody in this business seems to prioritize marketing. And when you compare it to the big companies, they all prioritize marketing. Marketing is at the top of what they do. So for me, that's where coming into this, I'm like, if I want to be a successful business, I have to market myself well. So if I spend, you know, I mean, I spend, you know, 6 months typically. It's 6 months between music videos. Mm-hmm. But I start working on the next one right after I finish the previous one. So you've got 6 months and I'm putting, you know, I said 40 to 80 hours in there. So it's 1 week total, 2 weeks total worth of work over a 6 month span. Like, it's not like I just sit down and buckle down for a week and knock it out. Like, it's a, you know, it takes time. It's a process. And, it, you know, it's devoting a couple hours a week to make sure I'm working on this piece of content, making sure I'm getting it ready. And that's how, you know, that's how the big companies work. When they release their Super Bowl ads,